Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu der neuesten Entwicklung in Sachen Cheatern und CSGO. Vor rund 14 Tagen habe ich über dieses recht große Update gesprochen, in dem CSGO Prime und Non-Prime deutlich getrennt hat und den Cheatern somit den ordentlichen Dolch in den Arsch geschoben hat. Und siehe da, schon spürt man Auswirkungen davon. Die gesamte Cheater-Community steht seit diesem letzten großen Update eben vor dem Problem, dass sie sich Prime kaufen müssen, wenn sie gegen Prime weiterhin rein cheaten wollen. Wenn sie sich Prime nicht kaufen, dann sind sie im Non-Prime-Bereich und hacken mit hoher Wahrscheinlichkeit auch gegen andere Hacker rein, weil sich da halt jetzt alle rumtummeln. Man hat also nicht nur Trust, dass die Leute zusammenschiebt und Cheater gegen Cheater queuen lässt, weil sie so schlecht getrustet sind, sondern hat eben auch grundsätzlich jetzt diese Paywall, an der eben diese ganzen Dödel hängen bleiben. Also vor allem eben die, die ab und an mal gebannt werden, sich einen neuen Account dann erstellen und halt dann irgendwann nicht mehr 13, äh, 13 Euro sind es glaube ich, oder 15 Dollar zahlen wollen für Prime. Diese gesamte Misere geht den Cheater natürlich ordentlich auf den Sack, weil sie wollen ja gegen normale Leute cheaten und nicht gegen andere Cheater. Cheaten oder eben spielen, ne, weil das vielleicht auch einfach zu schwer ist oder eben sie genau darauf nicht abzielen. Es gibt ja extra Hacker vs. Hacker-Communities, die übrigens davon ausgenommen sind. Also, wenn sich jemand so sehr für Cheats und Hacks interessiert, dass er sich in so einer Community rumtreibt, in der man gegeneinander spielt, also auch untereinander bleibt, Cheater vs. Cheater, Hacker vs. Hacker und so weiter, dann ist es vollkommen cool. Aber alle anderen, die gegen Legends spielen wollen, die sind jetzt halt so ein bisschen ausgeschlossen. Außer sie geben jedes Mal halt Geld aus für ihre ganzen Accounts, weil sie halt immer wieder für 13 Euro Prime kaufen müssen. Ich erinnere nochmal kurz daran, man kann sich Prime nicht mehr erspielen, also nicht kostenlos herholen. Man muss Prime kaufen. Entweder kauft man sich einen Prime-Account und die neuen Accounts kosten halt dann auch irgendwann einen Plus. Also ich weiß nicht, wie viele alte Prime-Accounts es noch gibt, die erspielt wurden, die verkauft werden. Neue Prime-Accounts, und darum wurde das Update ja gemacht, kosten jetzt halt jedes Mal 15 Dollar. Immer wieder. Und wenn ich jemand bin, der Accounts verkauft, dann will ich da wahrscheinlich auch noch einen Plus machen. Also verkaufe ich deinen Prime-Account vielleicht für 16 oder 17, keine Ahnung. Was irgendwie keinen Sinn macht, weil dann könnte jeder sagen, ich spare mir das Geld, mache selbst kostenlos einen Account, kaufe mir Prime für 13 Euro oder halt 15 Dollar und fertig ist es. Nun ja, durch diese gesamte Problematik, also für die Cheater wohl gemerkt, für uns ja nicht, für uns Legits, kam es... Halt oft dazu, dass natürlich die Cheater dann gegen andere Cheater gespielt haben und das spielen mussten, was sie eigentlich nicht wollten. Sie wollten richtige Spieler haben. Und so muss man sich natürlich auch was einfallen lassen, wie man recht ist, dass ich weiterhin kostenlos gegen Legends reinspielen kann. Und nicht immer nur Cheater bei mir im Gegnerteam habe oder bei mir im Team auch, wie auch immer. Und da scheint es aktuell zu einer Umgewichtung gekommen zu sein, die an sich ja auch eigentlich logisch ist. Und zwar sind wohl immer mehr Cheater auf Faceit unterwegs. Die Seite win.gg berichtet unter anderem davon. Ich werde euch wie immer alles in die Beschreibung packen, also die Quellen und Links. Und ja, hier steht schon in der Headline: CSGO Cheaters are moving to Faceit after new Prime Account Rules. Was wie gesagt naheliegend ist, wenn ich als Cheater, der kein Prime hat, trotzdem noch die normale Matchmaking Experience möchte, aber das im CSGO Matchmaking nicht mehr haben kann. Muss ich ja woanders hingehen und dann wird halt geguckt, wo bewegen sich die meisten Leute rum, wo kann ich nach wie vor ohne Prime rein daddeln und wo ist das Anti-Cheat dann trotzdem halt jetzt nicht absolut krass ausgebaut. Wir wissen natürlich alle, dass das face anti cheat besser ist als WAC. Nichtsdestotrotz hat sich ja bereits im Vorfeld so eine riesen Menge an Cheatern in CSGO rumgetummelt, also im CSGO Matchmaking, dass jetzt halt auch eine riesige Menge an verschiedenen Cheats mit diversen Updates natürlich auch auf Faceit niederprasselt und da kommt dann natürlich, wenn auf einmal so ein Ansturm ist, viel durch. Die Seite selbst, also win.gg, hat diese Vermutung oder eben die Zahlen aus den Social-Media-Accounts der faceit spieler Also es scheint im Moment eine riesen Welle zu geben an Leuten, die sich darüber beschweren, dass es gerade jetzt sehr, sehr viele Cheater gibt oder scheinbar viel dazugekommen sind. Ganz unten in diesem Bericht erklären sie auch nochmal ganz kurz, warum Faceit-Anti-Cheat besser ist als VAC. Ich denke, die meisten von euch wissen es. Ich fasse es ganz kurz zusammen. VAC schaut nicht so tief in den PC des Spielenden als eben Faceit-Anti-Cheat. Das schaut tiefer und kann dann auch mehr erkennen. Natürlich könnt ihr euch das alles auch selbst durchlesen. Die Verlinkung ist wie gesagt am Start. Was man hier auf jeden Fall sofort äh, im Kopf hat, als Außenstehender, also ihr wie auch ich, dass man auf Faceit ja theoretisch die Einstellungen ändern könnte und sagen könnte: So, es dürfen hier auch nur noch Leute spielen, die Prime haben. Dann wäre das Problem eigentlich schon gelöst. Sofern es so eine Abfrage gibt, dass man das irgendwie halt nachschauen kann, ob jemand Prime hat oder nicht. Aber ich nehme an, das funktioniert. Und was ich noch gerne ergänzen würde, ist folgendes. Der Großteil der CSGO-Gemeinschaft hat sich sehr gefreut über dieses Update. Ne? Endlich sind wieder Kosten im Spiel drin. Der Change von kostenpflichtig zu kostenlos hat alle aktiven Spieler komplett abgefuckt. Niemand wollte, dass das Spiel kostenlos wird. Es hat für uns Spieler nichts Gutes gebracht, sondern nur Negatives. Jetzt kommt dieses wunderbare Update, dass endlich wieder ein Preis vorhanden ist. Also egal, ob es jetzt das Spiel ist, das 13, 14, 15 Euro kostet oder halt Prime. Spiele kosten nun mal Geld. Ich sage ja auch nicht, das neue GTA hat eine Paywall. Nee, das kostet halt einfach Geld. So ist es einfach. Und der Weg über Prime ist nochmal viel humaner für die Spielerschaft, weil sie auch tatsächlich kostenlos spielen können, wenn sie unbedingt wollen. Die meisten Sachen muss man nach wie vor kaufen, auch wenn es einem so vorkommt durch Fortnite und den ganzen Scheißdreck, dass die Dinge halt kostenlos sind immer und dann nur noch über Ingame-Geschichten Geld eingefahren wird. Das ist aber hauptsächlich der Zug einfach auch, dass die ganz kleinen, die ganz Jungen, dass die Kinder mitdaddeln können, weil die halt kein Geld haben. Da wird dann schön über die Abonnements Ingame-Geld rausgezogen oder über irgendwelche Kisten und wie bugs und was weiß ich. Aber im Normalfall kosten Spiele halt einfach Geld. Und es fällt mir sehr schwer, mich in die Leute reinzudenken, die sich darüber beschweren, dass es jetzt kostenpflichtig ist. Also, ich meine, klar, wenn es Cheater sind, okay, logisch regen die sich auf. Aber warum regen sich Legends darüber auf, dass es jetzt was kostet? Erstes mal, wenn du nicht gerade gestern angefangen hast mit CSGO, hast du Prime eh schon, vielleicht sogar erspielt. Ich habe mir Prime kaufen müssen, ich habe mir auch CSGO damals kaufen müssen. Also, ich habe CSGO seit Release und da musste ich dafür bezahlen, für das Spiel. Ich habe es gekauft. Und der letzte Gedanke, den ich dabei hatte, war sowas wie, äh, das kostet ja Geld, scheiße. Also, der Schutz vor Smurfern vor allem auch, aber natürlich auch vor Cheatern ist da, wenn die Spiele halt kosten, weil du nicht einfach kostenlos hier 1000 Accounts machen kannst. Das ist die beste Überlegung, weil du mit dem Anti-Cheat zwar gegen Cheater und sowas kämpfen kannst, aber halt nicht gegen Smurfer. Und CS:GO hat ja nicht nur dieses Cheat-Problem, sondern auch, zumindest behaupten das extrem viele, halt auch ein riesen Smurf-Problem. Das hättest du nicht, wenn das Spiel 60 Euro kosten würde. Dann würde sich jeder drei, vier, fünf Mal überlegen, ob er sich jetzt wirklich noch einen Account macht oder nicht. Und gerade mittlerweile, wo du ja auch für CSGO, für dein Inventar, diese Stashes kaufen kannst, damit du halt wirklich viel Zeug drin haben kannst. Früher musstest du ja wirklich mehrere Accounts machen, weil dein Account nach 1000 Items voll war und dann hast du einen neuen Account gebraucht und noch einen, noch einen, noch einen. Jetzt hast du diese Stashes. Ich glaube, von denen kann man auch einige kaufen, nicht nur eine, ne? Und da passen ja dann auch wieder 1000 Dinger rein. Also es gibt also keinen Grund, dass man sich darüber aufregt, dass das Spiel was kostet. Wobei es ja nach wie vor kostenlos ist. Also ja, es ist ja nur dieser Prime-Modus der jetzt endlich endlich auferzwungen wird und Geld kostet. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber fragt euch mal, wie viele Cheater es in dem Spiel gibt, das 60 Euro kostet. Wenn da der Account weg ist, musst du dir schon wieder für 60 Euro das Spiel kaufen. Das geht ordentlich ins Geld dann. Also ne, vor allem diese ganzen kleinen Rage Kids, die sich jeden Tag einen neuen Account machen. Ich habe mit Leuten geschrieben, die haben 20, 30 Accounts. Und die sagen, ja, ist egal, wenn der gebannt wird, ne? Ich hole mir wieder einen neuen. Die können alle nicht mehr so leicht verfahren wie die ganze Zeit, weil sie sich jetzt immer wieder Prime kaufen müssen. Immer und immer wieder. Ich meine, klar, wer das Geld hat und das machen will, soll das machen. Ihr wisst aber, glaube ich, worauf ich hinaus will, oder? Gut, genug gepimmelt, dann würde ich sagen, äh, mache ich hier wieder den Deckel drauf. Morgen ist wieder Livestream, 18 Uhr, ihr kommt alle ran. Hoffe ich doch. Natürlich wie immer mit Viewer Games und Giveaways, ist doch klar. Wir sehen uns dann also morgen im Livestream oder am Mittwoch im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zusehen, für die Kommentare und für die Likes und ein ganz großes Dankeschön an meine Patreons und Kanalmitglieder. Da haben wir einen ganz neuen und zwar Frankie. Willkommen Frankie frankels und Franken Frankenstein. Frankenstein. Hello.